Einen recht schönen guten Mittwochmorgen, der 23. März, wünscht euch der Bauerhausi. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich stehe auf dem Feld, das Simon gestern Abend mit Kreiselecke bearbeitet hat. Und da waren auch schon Diskussionen über leblosen Boden und viel zu viel Bearbeitung. Aber ich kann euch sagen, das A und O einer guten Kartoffelernte beginnt mit dem Boden bereit machen im Frühling, dass er fein genug ist. Und dieser Boden ist nicht fein genug. Und ich zeige euch da quasi die Grenze. Hier ist es noch feiner, ich weiß nicht. Und nachher, ich zeige euch nachher hier der Boden hier. Viel zu knollig für Kartoffelanbau. Das meint auch die Numa. Hier unten werden wir nochmals durchfahren. Ist auch feucht draufgekommen. Der bleibt jetzt heute Mittwoch fast den ganzen Tag liegen und gegen Abend oder in der Nacht. Auf Donnerstag werde ich hier noch einmal Bodenbearbeitung machen. Das geht nicht. Das ist eine Katastrophe zum Ernten nachher. So grobschollig. Mir wurde auch gesagt, ja, ob der Dieselpreis noch nicht hoch genug sei. Aber ich kann euch sagen, im Herbst wird es dann echt teuer, wenn du einen Lohnunternehmer hast mit seinem Roppa und 4-5 Personen hinten auf der Maschine und du fährst mit 0, oder mit einem Stundenkilometer über das Feld anstatt mit 2. Das heißt, du hast doppelt so lange, doppelt so hohe Kosten. Und von diesem Feld kann ich euch sagen, ich habe das auch schon mit dem Samro gerodet vor vielen, vielen Jahren. Frühlingsfurche nicht reingekriegt. Wir sind das ganze Feld mit 0,6 Stundenkilometer abgefahren. Wir waren tagelang am Kartoffelroden hier. Ging nicht. Ich mit dem 275er Fendt in der langsamsten Geschwindigkeit haben wir das ganze Feld hier gerodet. Ja. Das ist die Erfahrung. 30 Jahre kenne ich diesen Boden und er ist schwierig, selbst als Winterfurche. Ja, und auch diese Nacht hat es einen Frost gegeben. Hier sieht man den Frost. Hier, das ist Frost. Ja, wie weiter rauf, gegen oben wird der Boden immer leichter. Und gegen unten, gegen die Grastrocknung immer schwerer. Oben ist sicher kein Problem. Ja, und die Sonne scheint. Es ist ja verrückt. Diese Schönwetterlage macht mir bald ein bisschen Angst, weil ich erwarte dann das Gegenteil auch gleich so lange. Und dann wird es dann echt schlimm, wenn es 3 Wochen lang nur regnet auf gesäte Zuckerrüben, auf gepflanzte Kartoffeln. Ja, wir werden sehen. Und da schläft jemand. Schmeckt gut nach Kaffee. So, Harnstoff eingefüllt, ab auf Zuckerrübenfeld. Ja, wir streuen 1,5 Kilogramm Harnstoff, 150 Kilogramm die Hektare. Ja, mit dem Fuchtball macht man zuerst eine Grenzstreuen rings ums Feld rum. Die Schaufeln laufen auf die andere Seite rum, die Wurfschaufeln, und streuen exakt auf
die Breite. Und stopp. Zappeln-Drehzahl nur 280 Umdrehungen. Und sollte das nur schön bis zum Rand rausstreuen. Nicht umstreuen. Und gewogen wird die ganze Zeit. Das Gewicht ist schon ein bisschen angepasst worden, des Handstoffs. Ein bisschen schwerer. Ja, und wenn dann das Randstreuen beendet ist, wähle ich wieder normal zur Grenze mit Enter. Normal wähle ich, habe falsch gesagt, und wieder Enter. Und jetzt bewegt der Abfuhrtor die Drehrichtung wird geändert, der Auswurfschaufel. Ja, und jetzt mit 540 Umdrehungen und fahre 10 Stundenkilometer. Stelle ich jetzt noch ein. Bad Endkali für Kartoffeln. 500 Kilogramm. Ja, liebe YouTube-Freunde, wieder am Tanken. Und das macht immer weniger Freude. 2,19 bereits. Also das Nicht-Auffüllen hat sich nicht rendiert. Ich hätte besser aufgefüllt. Mit 2,11. Und ja, es ist fürchterlich. Der Preis, der schlägt zu Buche. Unser Staat, ja, die Mühlen arbeiten langsam. Da ist niemand fähig, in kurzer Zeit schnell mal Steuer wegzunehmen. Auch für all die Transportunternehmungen. Der Preis wird so teuer für alles. Das glaubt ihr noch gar nicht. Alle die Konsumenten. Das werdet ihr nachher teuer im Laden bezahlen. Kommt dann auch an. Ja, und ich nehme mir die Freiheit raus, über den Benzinpreis zu fluchen. Jawohl. Ob schon mir vorgeworfen wurde, ja, wenn ich da so mehrere Überfahrten mache auf dem Kartoffelfeld, ist wohl der Dieselpreis noch zu billig. Aber bei Kartoffeln musst du gute Bodenbearbeitung machen, sonst zahlst du es teuer im Herbst. Ja, und ich fülle nicht. Ich lasse vielleicht Tank halb voll, dann höre ich auf. Das wird zu teuer. Ich hoffe immer noch auf Mehrwertsteuer, dass die da weggenommen wird für kurzzeitig. Und noch einmal an die landwirtschaftliche Genossenschaft Winningen. Da senkt mal den Preis, nehmt mal weniger zwischen raus, senkt mal den Gewinn für kurze Zeit auf null. Ihr habt über 50 Jahre immer gute Einnahmen gehabt mit Dieselverkauf. Das könnt ihr auch mal 50 Tage darauf verzichten, von mir aus gesehen. Also Landi, Koppigen, Winningen, Dieselpreis senken. Ja, mit dem Horsch durch bin und vorher mit dem Güttler ist der Boden schön locker. Die Kreiselecke hat nicht viel Arbeit. Einfach noch ein bisschen feiner machen oben drüber. Ich arbeite auch nicht tief.
2,75 Hektar im Bereich zur Zuckerrübensaat morgen. Und es ist bereits 6.30 Uhr, Mittwochabend, Feierabend für Bauer Hausi. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Nicht vergessen, abonnieren, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, oder was unten schreiben für den Bauer Hausi. Das freut ihn. Tschüss zusammen, ciao, ciao.